Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Doors. Wir haben in der letzten Folge ein paar kleine Souvenirs aus dem Nether mitgebracht. Und ich habe die in der Zwischenzeit, ihr seht es, schon mal angefangen zu braten. Beziehungsweise einige sind hier unten noch im Ofen. Und was wir allerdings auch gemacht haben, ist eine Menge Eisen benutzt und gebraucht und aufgebraucht. Und das seht ihr hier rechts schon. Was wir in jedem Fall brauchen, ist dieses wunderschöne Item. Dafür fehlen uns noch Goldnuggets, und zwar einer mehr als wir haben. Und Lapislazuli hatten wir auch. Da sind auch noch Goldnuggets. Dann können wir das zurücklegen. Lapis habe ich mir zu wenig genommen. Zack, zack. So, wir bauen mal hiervon. Wie viel können wir hiervon bauen? Drei Stück. Macht nichts. Können wir gut gebrauchen, die Teile. Zwei legen wir hiervon zurück. Das so. Und wo ist er denn? Outside. Ich habe doch hier für den Notfall das gebunkert. Da sind sehr viele Mobs. Okay, dann müsste ich vielleicht mitkommen. Treffen wir uns mal in der Mitte. Geben dem guten Max vielleicht eine Behelfsrüstung. Zack, zack, zack. Das und ein Höschen kriegt er auch noch. Essen braucht er auch noch und eventuell ein Schwert. Dafür sollten wir mal gerade noch genug Eisen haben, oder? Nein, wir haben nicht genug Eisen für ein Schwert. Wie arm ist das denn? Ach komm. Was soll der Geiz? Diamant, wir haben es ja. Zack. Eisen, 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 Eisen. Bin schon am Ausgang. Jetzt wäre es natürlich klasse, wenn wir noch ein bisschen Eisen hätten, um ihm auch ein Glider zu machen, aber das können wir leider nicht, weil wir nicht genug Eisen haben. Kommt ein bisschen zu früh. Dann helfen wir mal kurz aus. In der Zeit braten unsere Bricks da hinten durch. Ist wahrscheinlich kein Problem. So, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, das und das und das. Da kann er die Map öffnen. Ich zeige euch das mal. Und wenn ihr dann hier, genau, so hat er es auch gemacht. Wenn ihr dann hier auf Chat klickt, dann postet ihr den Punkt im Chat. Es ist 294 und minus 737. 294 und 737. Er ist schon unterwegs. Dann fliegen wir ihm mal nach.
So. Ist das schon hier? Wo ist er denn? Ist er da irgendwo reingegangen? Ich muss mal gerade auf, ich muss ihn auf der Map suchen. Ich sehe ihn im Bild gar nicht gerade. Ah, hier ist er wahrscheinlich unter die Erde gegangen. Ausgeleuchtet ist es. Angezeigt wird er auch. Sieht richtig aus. Ich finde die nicht. Das wäre vielleicht eleganter gewesen. Jetzt noch ein weiter. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich nehme mal gerade noch ein bisschen Eisen mit, wo wir hier sind. So wie das hier klingt, wechsle ich mal besser auf das Dia-Schwert. Und esse mal gerade ein bisschen was, damit wir auch Gesundheit voll haben. Aber auch was ausgegraben. Jetzt muss er nur noch seinen Todespunkt wiederfinden. Ne, hier waren wir gerade schon mal. Hier durch. Vielleicht grabe ich einfach mal auf der Höhe, weil hier das Eisen ist. Okay, Dungeon Spinne. Gar nicht gut. Wo ist er denn jetzt? Jetzt sitzen wir hier zu dritt und gucken, wo das. Wo der Todespunkt ist, ist er hier runtergegangen. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich was von ihm aufgenommen. Das wollen wir ja nun nicht. Das kann er alles haben. Ich glaube, der Rest war mir ja, ne? Das Rest, ja, der Rest war meins. Jetzt müssen wir nur wieder raus. Wie tief sind wir hier eigentlich? 27. Okay, kein Problem. Wir gehen wieder nach oben. Und dann dürften in der Zwischenzeit auch schon wieder ein Stack von den Bricks durchgebraten sein. Wäre zumindest ganz praktisch. Dann kommen wir in der Geschichte auch noch weiter. Gehen wir mal hier hoch. Und das Eisen wollte ich noch ganz gerne mitnehmen, wenn wir schon mal einmal hier auf der Tour sind, bietet sich das natürlich an. Wir haben ja gesagt, wir haben sehr wenig Eisen, deswegen machen wir die ganze Building-Block-Geschichte überhaupt erst. So. Perfekt, das nehmen wir noch mit und dann geht's ab nach oben. Irgendwo gab es hier den Weg nach draußen. Perfekt, da ist es.
Und dann hier raus. Wie hoch sind wir? 43, 20 Blocks krieg ich hin. Aber macht hoffentlich die Pickaxe auch noch mit. Hi. Wo ist oben? Da ist oben. Oh, ich hoffe tatsächlich, dass die Pickaxe das mitmacht, sonst stehen wir richtig blöd da. Zehn Blocks noch. In etwa. Irgendwann müsste ja auch die Erde anfangen, wobei ich weiß nicht, er hat ja. Es könnte auch in einem Berg sein. Das wäre natürlich mehr als ärgerlich. Nee, es ist im Wasser. Perfekt. Gegen das Wasser kann ich mich rauskatapultieren. Jetzt sind wir aber trotzdem hier irgendwo noch in der Höhle. 68, da müsste man jetzt nur sich irgendwie rausbauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich mich in den Berg rein oder rausbaue. Nein. Okay, ich denke, ich werde den Max mal fragen, ob er mich hier rausbauen kann. Und dann sehen wir uns gleich in der Stadt wieder. So, zurück in der Stadt. Werden wir jetzt mal schauen, wie viele Bricks denn mittlerweile durch sind. Natürlich nur ein, nicht mal ein Stack. Die Kohle ist ausgegangen. Verdammt. Das war natürlich irgendwie vorhersehbar. Ihr seht's schon, wir brauchen dringend den Chopper. Die Kohle ist natürlich mehr oder minder essentiell für die Energieversorgung. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben oben das Windrad, warum schließen wir das nicht an? Das ist relativ schnell erklärt. Ich möchte ganz gerne den Bilderblock, den wir hier beabsichtigen zu bauen, damit powern. Wir gehen mal derweil hierher, schmelzen das Eisen ein. Platz genug in der Schmiede haben wir. Und dann schauen wir mal, ob wir den Bilderblock mittlerweile vollständig kriegen. Das hier dürfte uns fehlen. Und für den Rest schaue ich einmal nach. Clay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 16 brauchen wir, oder? Brauchen wir. Und drei Redstone. Dann nehmen wir mal zuerst alles hier raus und machen erst diese Dinger hier voll. Zack, 16 davon. Dann kann das wieder rein. Die Maschine möchte ich. So, und damit das Ganze etwas schneller geht, erstmal reparieren wir hier wieder mit Eisen unsere Pickaxe. Und wenn wir hier mal einen Ingot-Cast hinlegen, ich weiß, das ist jetzt Verschwendung, wenn wir das so machen, aber ist nicht genug Gold drin. Zweites sollte reichen. 1 zweites sollte reichen. Schauen wir mal, wie weit sind denn unsere Bricks hier unten? Sechs Stück. Das dauert entsprechend noch ein paar Minuten. Dann machen wir uns doch in der Zwischenzeit schon mal an den
Chopper, denn ihr seht, wir brauchen dringend Holzkohle. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Kohle zu farmen. Dann ändern wir fix den Plan und bauen stattdessen einen Chopper. Und noch ein wenig Holz mehr. Irgendwas tut mir weh. So nah am Wasser gefällt mir das nicht. Keine Ahnung, was das nur wieder war. Zack, zack. Eine Kiste, ein Ofen, eine Holzaxt. Und Loks. 6 Loks müssen wir übrig behalten. Eine Kiste, einen Ofen und eine Holzaxt. Schnell gebaut, Chopper. Rein damit. Und was brauchen wir dafür? Cleanstone und eine Steinaxt. Auch das sollte nicht das Problem sein. Cleanstone nehmen wir uns mal eben. Auf die schnelle Variante, in der Hoffnung, dass nicht wieder ein Creeper kommt. So, Cleanstone haben wir, die Axt und den Chopper, perfekt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, in welcher Range der arbeitet. Ich würde ihn einfach mal hier oben hinsetzen. Ärgerlicherweise braucht er auch, soweit ich weiß, Kohle. Genau. Packen wir einfach mal das rein und eine Steinaxt. Eine Steinaxt müssten wir noch bauen können, und zwar genau mit dem, was wir hier haben. Und wenn wir ganz schlau sind, nehmen wir auch noch Saplings mit. Sapling haben wir hier 26 Stück. Dann kann der für uns schon mal ein bisschen Holz farmen. Das und bitte. Running, waiting, range 1. Ja, will er nicht mal hier dann daneben auch noch was setzen? Wäre ganz fair. Lassen wir ihn mal in Ruhe arbeiten, er wird das schon besser wissen als wir. Wenn wir jetzt mal nach unseren Bricks gucken und die fertig sind, bauen wir auch noch den Builders Block, den Building Block. 10 Stück. 3 haben wir jetzt. Fertig, dann brauchen wir noch 4. Haben wir da oben schon was gebacken? Perfekt. Wir wollen also den Building Block holen. Dafür brauchen wir noch 3 Redstone. Das weiß ich aus dem Kopf. Zack, zack. Und dann kommt dieser hier zum Einsatz. Dieser Building Block. Der benötigt noch Shape Cards. Da müsste ich jetzt mal. Ich hoffe, die hießen Shape Cards. Jo. Shape Card Query. Das ist einmal hier eine Basis-Shape Card. Das müssten wir alles noch zusammenkriegen. Machen wir einmal hier den Cast fertig, bitte. Und dann das Eisen, dann haben wir nämlich das fertig. Und mit Hilfe dieser Shape Card können wir dann dem Building Block sagen, dass er bitte eine Query sein möchte. Das brauchen wir und das brauchten wir. Und 2 von den Bricks. Haben wir davon noch welche irgendwo hier liegen? Wir hätten das die ganze Zeit so machen können. Sehe ich mal gerade. Zack. Und Dia Pick, Dia Schaufel. Und was brauchten wir noch? Redstone. Dia Pick und Schaufel. Und Redstone haben wir eigentlich noch genug.
Aber kein Holz. Geh weg. Hat geklappt. Pickaxe, Schaufel. Das mal bitte wieder zurück. Zack, zack. Zwei Eisen. Das kriegen wir noch hin. Und dann würde ich an der Stelle schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Guckt nächstes Mal wieder rein, guckt auch bei den anderen Kandidaten mal gerne. Die sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Nächstes Mal werden wir dann schon diese Query hier aufgebaut haben und die wird ein wenig farmen. Wir nehmen das dafür, stellen das nach außen vor die Grenze und damit sage ich für diese Folge Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen und Tschüss.